Der zweite Corona-Untersuchungsausschuss kommt zu einem Zwischenstand. Mit ihm sollte die Krisenpolitik der Landesregierung während der Pandemie aufgearbeitet werden. Über 2000 Seiten protokollieren die Sitzung mit dutzenden Zeugenaussagen. Es soll die Verantwortung für die getroffenen Maßnahmen geklärt werden. Denn schon im Zwischenbericht stellt sich heraus, dass Kinder und Jugendliche extrem unter den Maßnahmen gelitten haben. Nur mit Maske und Test ging es in die Schule, wenn sie denn geöffnet war. Viele Kinder wurden so behandelt, als wenn sie Erwachsene schützen müssten, die sich selbst nicht schützen wollten. Letztendlich haben dann die Schulschließungen on top dafür gesorgt, dass eine ganze Generation abgehängt wurde. Sie haben Rückstände beim Wissen, Probleme mit dem Abitur und psychische Probleme. Die Corona-Generation wird zum Teil ihr Leben lang darunter leiden. Und die Landesregierung weist so ziemlich jede Schuld von sich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Ministerpräsident betonte erst vor 2 Monaten, dass er alles genauso noch einmal machen würde. Alle neuen Erkenntnissen zum Trotz. Wir haben Fehlernährung, Bewegungsmangel, Suizide, Suchterkrankungen, Depressionen und der Anstieg von häuslicher Gewalt bei Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen. Alles nur Kollateralschäden für die Landesregierung? Die Landesregierung konnte ihr Ermessen für ihre Entscheidung nicht erklären. Sie waren nicht dokumentiert. Dabei hätte es andere Maßnahmen gegeben, die besser geeignet gewesen wären. Diese fanden nur leider keine Beachtung. Das ist enttäuschend. Natürlich war das Virus gefährlich und wir verstehen die Impfaufrufe. Generell waren Maßnahmen nötig, aber welche? Mit gesundem Menschenverstand. Warum wurden die Maßnahmen, die lediglich Empfehlungen des RKIs waren, nicht hinterfragt? Man könnte meinen, sie wurden mit blindem Gehorsam umgesetzt. Der Impfskepsis hätte man mit mehr Aufklärung begegnen sollen. Maßnahmen hätte man besser abschätzen und hinterfragen müssen. Wo war die Bürgerbeteiligung während der Pandemie? Was bleibt, ist eine junge und teilweise geschädigte Generation, die bis heute und in aller Zukunft mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Dafür muss Verantwortung übernommen werden. Wir haben einige Maßnahmen schon damals kritisch bewertet und werden weiterhin kritisch bleiben. Denn es muss für die Zukunft aus den Fehlern gelernt werden. Den Betroffenen muss geholfen werden, damit sie eine Chance bekommen, in ein normales Leben zurückzukehren. Dafür setzen wir uns weiterhin ein.